So, Leute, was geht ab? Es sind die heimtückischen Kristalle da. Wir werden jetzt gleich 10 Stück öffnen. Ich habe das Licht rot gemacht, um das Mephisto anzupassen. Ist ein bisschen arg rot, mich verspust gerade mega. Ich mache es euch ein bisschen heller. Das ist euch ein bisschen besser. Aber ich will trotzdem mit diesem Rotton bleiben für dieses Video. Mephisto ist ein neuer Charakter. Ihr seht ihn hier auf dem Bild. Mein erster Eindruck, ich habe ihn vorher nur kurz in der Quest gesehen, also in der neuen, in den neuen Event-Missionen. Und da hat er mir recht stark gewirkt. Also nicht zum selber spielen, sondern ich glaube, das ist wieder mal ein solider Defender, was relativ irrelevant ist, weil theoretisch nur 3 Leute aus der Allianz ihn brauchen. Und jetzt wollen wir mal schauen, wenn wir vielleicht eine 3-Sterne-Version kriegen, dann können wir das ein bisschen testen. Und natürlich wäre auch eine... Wie heißt die gute? Ich habe gerade... eine Medusa. Heißt sie Medusa? Ja doch, Medusa wäre auch interessant. Also 4-Sterne-Version natürlich. 3 Sterne haben wir schon gekriegt. Gott sei Dank ist es nicht weiter auf Thor Jane Foster. Fangen an mit einem 2-Sterne Black Bolt. Ist vielleicht schon ein Zeichen, dass es Richtung Medusa geht. Inhumans. Oh. Und eben Mephisto wäre ganz cool. Wenigstens als 3 Sterne. Und es geht weiter mit einem 2-Sterne Rhino. Die Kristalle sind auch so richtig schön rot. Aber dennoch ist er leider nicht Talent, sondern mystisch. Also was heißt leider? Mystisch macht ihn nur noch stärker in der Defense wieder natürlich. Aber mystisch gibt es genug coole Optionen. Also Talent wäre geiler gewesen. Da hätte man ihn nämlich schneller hochbringen können. Und ein Abomination. Ich habe mir noch gedacht, ich mache was Neues. Also dieses Format mache ich immer. Ich mache immer diese Crystals auf. Und ich versuche was. Ich kann mir böse ins Bein schießen. Ich hoffe allerdings nicht, dass das passiert. Ich mache beim nächsten Mal pro 10 Likes hole ich mir einen der nächsten Kristalle. Also ich mache quasi, also wenn ihr quasi, wenn ich 100 Likes habe, dann gibt es 10 wie immer. Und wenn ich halt 5 Likes habe, dann theoretisch gar keinen. Aber da werde ich wahrscheinlich trotzdem ein oder zwei kaufen. Aber trotzdem, ich wollte mal schauen. Also es kommt vielleicht dann eher auf so eine Zahl zwischen, sagen wir mal, wenn ich sowas ansage, vielleicht zwischen 40 und 80 in der Regel, wenn ich das frage. Und das wäre dann ein relativ realistischer Wert. Oder ein guter Wert, mit dem wir in der Zukunft weitermachen können. Und ja, und wenn ihr halt unbedingt von den nächsten Kristallen mehr wollt, dann müsst ihr halt den Like-Button smashen, dann hole ich ein paar mehr. Und ja, mal gucken, ob das funktioniert. Also das sage ich euch jetzt an. Das wird ab jetzt dann so laufen. Wenn ich merke, es ist eine schlechte Idee oder ihr liked es jetzt zu Tode, muss ich das nochmal überdenken. Aber ich denke nicht, dass das passieren wird. Da immer wieder dieser 4-Sterne-Mephisto. 3-Sterne Guillotine. Ich glaube, ich der erste 3-Sterne. Ich habe vorhin mal irgendwie einen Charakter verpasst, weil ich irgendwie gerade im Reden war. Aber ich glaube, das war nur ein 2-Sterne Charakter. Wir haben noch 5 Crystals vor uns. Ich hoffe, dass wir vielleicht ein Mephisto natürlich rauskriegen. Gestern allerdings haben wir den Spoiler. 5-Sterne Charakter natürlich aus dem Crystal gekriegt. Und mit gestern meine ich heute, weil ich das Video heute erst hochgeladen habe. Und vielleicht haben wir das Glück etwas überstrapaziert schon. Und ein Star-Lord. Ich frage mich auch, wer der nächste Charakter sein wird. Ob es Blade sein wird oder ob es der Morningstar. Morningstar heißt er, glaube ich, oder sie. Wir haben noch 4 Crystals, mit dem der aktuell spinnt. Oh, ein zweiter wäre auch cool gewesen, den Doc Ock zu erwecken. Weil so schnell kriegt man den sonst jetzt nicht erweckt. Viele Optionen haben wir nicht mehr. 3 Spins haben wir noch, aber das ist vollkommen egal. Auch in 3 Spins kann man noch einen 4-Sterne-Charakter ziehen oder einen 3-Sterne-Charakter. Und was kriegen wir? Ein 2-Sterne-Vision Age of Ultron. Bei den 2-Sterne-Charakter habe ich seit Ewigkeiten alle auf 99, bis auf den Winter Soldier. Ich weiß nicht, der kommt ganz wenig bei den 2-Sterne bei mir. Ist eigentlich noch interessant, wenn jemand so Statistiken macht, wieso ich jetzt genau den ganz oft weniger gekriegt habe als alle anderen, die es gibt.
So, komm, Mephisto, bitte. Ja! Das ist schon mal perfekt. Ich kann ihn jetzt testen, lesen und anschauen. Was schon mal sehr, sehr viel wert ist. Und dann bin ich gespannt. Jetzt der letzte mit 4 Sterne wäre jetzt natürlich noch geiler. Oder ihn gerade duplizieren. Da habe ich gerade schon ein paar Signatures. Hätte ich ihn zwar jetzt dann schon erwecken sollen, aber was soll's. Ja, nochmal gefeaturten. Die gefeaturten 3 Sterne sind jetzt in den letzten 2 bis 3 Openings häufiger gekommen. Ne, das in den letzten 3 theoretisch, aber bei dem dritten, also bei dem vorletzten, hatte ich kein Internet, also sprich in den letzten 2, also in dem und dem davor. Das ist sehr interessant. Wir haben einen bekommen. Rechts sind Max-Signature Spezialfähigkeiten-Kristalle. Ich würde sagen, die klöpfen wir auch kurz auf. Einfach nur, weil ich letztens das Video für euch gemacht habe mit den Erweckungsgames. Vielleicht haben wir diesen lustigen Zufall, dass wir jetzt eins kriegen. Aber macht euch keine Hoffnung. Nein. Schauen wir uns ganz kurz den Mephisto an. Also der Mephisto ist mystisch. Ich hoffe, der heißt überhaupt Mephisto. Ich habe das nicht nochmal überprüft, ob er wirklich Mephisto heißt. Aber müsste eigentlich. Ja, Mephisto. Und tatsächlich, der hat da rechts unten in der Ecke. Also, ich gehe nochmal weg. Seht ihr da unten dieses Blaue? Also, in der Ecke hat er sowas Blaues. Und eben genau wie diese Mechanik richtig funktioniert, wenn man selber der Charakter ist, bin ich gespannt. Hier ploppt gerade ein Fenster auf, das uns wahrscheinlich helfen soll. Und da steht, dieser Champion hat anhaltende Ladung, die er innerhalb einer Mission von Kampf zu Kampf mitnimmt. Tippe auf das Fähigkeiten-Infosymbol, um mehr über die Fähigkeit dieses Champions zu erfahren. Ich weiß jetzt theoretisch dann doch schon, wie es funktioniert. Ich war mir allerdings unsicher, ob es wirklich so funktioniert, aber das ist krasse neue Mechanik. Teambonus hat er ein Special mit Dormammu, das ist schon mal gut. Ich habe einen Dormammu. Was hat er da? Mephisto und Dormammu kriegen plus 80 Energieresistenz, während sie zeitlich abhängige Schaden nehmen. Also, wenn ihr ein Wie bitte? Während sie zeitabhängig Schaden nehmen. Ja gut, solange sie einen Debuff auf sich haben und Schaden kriegen, haben sie 80% mehr Energieresistenz. Wieso? Ah, weil die beide relativ krasse Immunitäten haben. Also Dormammu ist Blut- und Giftimmun. Der Mephisto ist Giftimmun. Und zwar alle Gifte der Arena. Und dann ist er auch, glaube ich, noch Kälteeinbruch und Froschbeulen immun vom Iceman. Das steht sogar extra dabei. Und das heißt aber, sie sind nicht Energieschaden immun und Energieschäden dann 80% erhöhte Resistenz. Lässt sich sehen. Gerade auch in der Defense. Sehr interessant. Und dann gibt es Pakt mit einem Dämon. Das ist, wenn wir den Doctor Strange oder den Ghost Rider mitnehmen, dann hat Mephisto plus 70% Einäscherungsenergieschaden. Dr. Strange hat Lebensraub, heilt zusätzlich 70% und Ghost Rider hat plus 10 Angriff zu Beginn des Kampfes. Also 10%. Ja, ist vielleicht für den Ghost Rider hier mit der Beste. Ich weiß nicht, ob diese 10% ein Buff sind, der verläuft, weil der extra zu Beginn des Kampfes steht oder ob es die ganze Zeit zählt. Wenn es ein Buff ist, der ausläuft, ist nicht so spannend. Wenn es die ganze Zeit über ist, ist das sehr stark. Und plus 70 Einäscherungsschaden ist sicher auch nicht schlecht. Was der große Mephisto kann, ist an sich auch noch interessant. Ich finde, ja, der Kopf ist ein bisschen speziell, wie ich so schön sage. Aber ansonsten können wir uns hier mal kurz seine Fähigkeiten anschauen. Da steht auch, Mephisto startet eine Mission mit 3 anhaltenden Seelenladungen. Und diese Seelenladung kriegt er eben auch mehr, wenn er theoretisch, wenn gewisse Dinge passieren. Das Spotlight wird es zu ihm noch geben. Ihr könnt ihr aber schon mal vorab durchlesen, wenn ihr wollt. Ich erwecke ihn euch noch kurz, dann könnt ihr nämlich das auch erweckt durchlesen. Habe ich irgendeinen, der bald ausläuft? Ich glaube nicht. Dann nehmen wir einfach den mystischen Erwecker. Und hier die erweckte Fähigkeit von ihm habt. Hier wird es auch noch zum Durchlesen. Und die Mephisto schäumt vor Wut. Schäumt. Mega bestialisches Wort für einen Charakter, der Mephisto heißt. Er schäumt vor Wut. Auf jeden Fall. Und hat eine 5,4%ige Chance für 4 Sekunden seine Einäscherungsaura zu aktivieren und dann plus 120% Chance von der obigen Chance auf gut getimte Abwehrreaktion. Das heißt, wenn ihr eine perfekte Abwehr macht, dann habt ihr eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Aura
passiert, was die macht, das sehen wir dann im Spotlight zusammen. Wird sicher bald kommen. Ich weiß nicht, ob es heute noch, heute wird es denke ich nicht mehr kommen. Stellt euch mal vielleicht auf morgen ein. Ja, wenn ihr euch dann auch Crystals holt, dann wünsche ich euch natürlich viel Erfolg. Und hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen da lassen. Und wenn ihr mehr Champions sehen wollt, natürlich auch, weil ich das jetzt in diesem Format jetzt gerade einmal verändern habe, um das einfach nur zu testen. Also keine Angst, wenn es nicht ankommt, dann werde ich es weiter tun. Nein, muss schauen, was ich da mache, ob ich das so durchziehen kann, wie ich mir das vorstelle. Das Ding ist halt, wenn es natürlich nur 10, 15 Leute die Videos liken, dann bringt es mir natürlich nichts und euch auch nichts und ich verliere in der Zukunft auch wieder Leute, die zuschauen. Aber viele von euch mögen die Openings nicht, aber jetzt die traurige Wahrheit ist natürlich, dass ich über die Openings, ich habe keine Werbung oder so, aber sehr viele Leute gucken gerne Openings an und die meisten entdecken mich, glaube ich, auch über die Openings, weil sie sehen Opening, dann klicken sie drauf und dann sehen sie plötzlich, hey, der Typ labert ja Deutsch und zack, gucken sie sich meine Videos an und dann habe ich eventuell neuen Abonnenten. Deswegen habe ich auch das hier in diesem Format für euch vielleicht so kurz für den Hintergrund. Auf jeden Fall wünsche ich euch dann noch einen schönen Abend und haut rein. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in meinen Videos klatsche. Schreibt mal in dieses Video rein am Schluss, wie oft ich geklatscht habe. Der Gewinner, ja.